Die WLAN-Mini-Kamera überzeugt mit einfachem Zugriff per App, mit Tonübertragung und mit dem Speicher auf MicroSD-Karte. Es ist eine bewegungsaktivierte Videoaufnahme möglich, zudem können E-Mails bei Bewegungserkennung versendet werden. Hier sieht man nun den Live-Zugriff per Android-App. Man kann den Ton von der Kamera empfangen, man kann den Ton vom Mikrofon des Handys zur Kamera übertragen. Möglich ist eine Änderung der Videoauflösung. Eine Videoaufnahme kann gestartet werden am Smartphone und genauso kann ein Foto aufgenommen werden. Die Aufzeichnung der MicroSD-Karte können Sie sich direkt auf Ihr Smartphone herunterladen. Es erfolgt eine Auflistung. Jede einzelne Datei ist runterladbar. Darüber hinaus gibt es ein Einstellungsmenü. Dort gibt es die User Settings, die WLAN Settings, die E-Mail Settings und die Alarmeinstellungen, die später noch erläutert werden. Mit einem Klick auf Adjust wird die Zeit der Kamera an das Handy angepasst. In den WLAN-Einstellungen werden Ihnen alle WLANs im Umfeld angezeigt. Sie können eins auswählen und sich damit verbinden. Legen Sie bis zu drei E-Mail-Adressen fest, die bei Bewegungserkennung eine Nachricht bekommen sollen. Schalten Sie in den Alarm-Settings die Bewegungserkennung ein oder aus und ändern Sie die Empfindlichkeit. In den Systemeinstellungen können Sie festlegen, ob die App Push-Nachrichten senden soll. Hier sehen Sie jetzt das Originalbild einer MicroSD-Aufnahme der Kamera am Tag. Nun folgt noch eine Aufnahme bei kompletter Dunkelheit. Die integrierte Nachtsicht erhält das Bild. Erwerben Sie das Produkt auf www.alarm.de.